move your body, do, 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 move your body. Ja, und mit dieser kleinen Gesangseinlage von CJ heiße ich euch herzlich willkommen zurück zu Let's Play GTA San Andreas. Wir haben in der letzten Folge aufgeräumt mit dem Loco-Syndikat und sind aber noch lange nicht fertig. Es geht weiter. Torino's Last Flight. Hey, Woolsey, what's the business? My man found that van you were looking for by the helipad downtown. And Torino? Yep, he's there. Apparently he's about to take some merchandise and cut out a helicopter. They've already started loading boxes. Something about Torino don't add up. Holler back if you hear something. In der Nähe einer Helikopter muss da hin und ihn aufhalten. Wo ist das? Am Flugplatz wieder. Ah nein, hier. Aufhalten. Ja, das kommt immer darauf an, wenn es Polizeiräder in der Nähe hat, sonst nehmen wir halt auch anders. Oh, eigentlich hätte ich... Es ist nicht unbedingt sehr gentleman-like, aber ich brauche die Karre und ja, ich habe zu spät gesehen, dass einem noch ein Mann dort gewesen wäre. Ui, wird scharf geschossen. Der Raketenwerfer holt das Ding runter. Gib dich zum Freeway und schieß diesen Helikopter ab. Du hast das letzte Mal Gras verkauft hier. Gras verkauft. Drogen transportiert, meine ich natürlich. Officer, I need a backup. Oh, scheiße. You really want me to stop and start shooting at you? Nein, ich habe dir kein bisschen erwischt, das kann's ja nicht sein.
shit. No big deal, just a carjacking. I see him. I see him. What you waiting for? You like wearing a uniform, huh? I'ma lose my temper real good in a minute. Das war's. Oh, wir sind ganz am Arsch. Nein, nein, nein. Das nehme ich so nicht an. Komm, steig auf das Motorrad. Wir haben am Anfang verkackt, als wir ihn nie getroffen haben. Ah, die Mission. Ich vergesse immer die Mission anzunehmen, dass mir schon bei Testaufnahmen passiert. Ich vergesse immer die Mission anzunehmen. Torino's Last Flight. Carl, it's Woozy. I've got some information for you. Hey, Woozy, what's the business? My man found that van you were looking for by the helipad downtown. And Torino? Yep, he's there. Apparently he's about to take some merchandise and cut out by helicopter. They've already started loading boxes. Something about Torino don't add up. Holler back if you hear something. So, mal die Knarre schon bereit machen. So. Bei den Bullen, also die Bullen sind schon oberkorrupt hier in dem Staat, des Bundesstaat San Andreas. Also den Staat gibt es natürlich nicht in echt, aber hier im Spiel sind die Bullen extrem korrupt. Scheiße im Ziel. Danke, du Wichser.
So, das war ein Volltreffer. Oh, ein Blister. Da steige ich natürlich gerne ein. So, und eigentlich würde ich gerne noch eine weitere Mission machen. Mal schauen, wie es von der Zeit her aussieht. Aber ich glaube, wir haben noch nicht so lange gespielt. Einfach schnell speichern und... Upsala. Moment. Nein, falsch. Ich muss hier durch. So, I'm color blind. What kind of license you got? A fishing license? Prison license. You out your mind? Wieder speichern. Autos meine ich. Kann ich wieder speichern, habe wieder Platz. Nächste Mission. Boom. You're a fucking hero down in that list. I just spoke to my cousin. Not with my people, I ain't. Shit's still fucked up. Man, I got homies I used to run with that turn they back on over this. Yeah, well, what are you gonna do, huh? Fucking Ryder, man. That was my homie. And I killed him. Fucking midget deserved it, eh? Little lasso tried to bang your sister, you know that? No. For real? Shit. Maybe you right then, man, but... Cheer the fuck up! You're going soft on me, man. You did something good, eh? Yes, you did. But this isn't over yet. What you mean? Well, your former friends have a factory. And the way I see it, if you take that out, you will have put them out of business for good. Yeah. CJ. Who is this? I work for Woozy. He told me to call you. Alright, what's up? I'm rigging a car with explosives so you can take out the crack factory. Drop around the garage downtown. Cool. I'll be at you in a minute. Ja, ich muss nur noch das passende Motorrad nehmen. Ich liebe diese Bikes. Ja, jetzt sind natürlich das Loco-Syndikat. Wir haben alle drei Chefen, also die drei, die Führung vom Loco-Syndikat ausgelöscht. Zuerst mal Jeezy. Haben wir der AK durchsiebt. Dann T-Bone Mendez das gleiche, der ist vom Pier gefallen und jetzt Toreno ist im Helikopter explodiert. Das heißt, sind alle drei weg, das heißt, das Loco-Syndikat hat keine Führung mehr und sieht so aus, als ob jetzt, wie sagt man, ja... Entweder Big Smoke selber das Syndikat übernimmt oder irgendjemand anders in der Organisation. Und damit das ja nicht von Dauer ist, damit das Loco-Syndikat endgültig weg ist und Big Smoke wirklich Probleme bekommt, vernichten wir noch die Crack-Fabrik in oder die Kokain-Fabrik. Hey, man, is it ready? She's all set. Get in. Yay, kaboom, boom. I've wired in a delay timer to give you time to get out. Cool, good look. Oh, cool. Ja, die Mission heißt Yay Kaboom Boom und Yay ist der Name für die Drogen, oder? Und das ist die entscheidende Mission. Ich habe schon vielfach auf diese Mission hingewiesen. Wenn wir diese Mission machen, dann werden nachher quasi, wird nachher nicht Las Venturas, aber die, oder wird dann die ganze Karte freigeschaltet. Ich weiß nicht, es wird sehr viel freigeschaltet, wenn wir diese Mission machen. Wir können zum Beispiel die
Trucking-Mission fertig machen. Also es wird einiges sich verändern, wenn wir jetzt diese Mission machen. Und wir sind gerüstet, wir haben genug Geld, wir haben keine kugelsichere Weste, haben wir leider keine, aber das können wir eigentlich auch noch ändern. Hä, war da nicht ein Auto vor mir? Was mit der kugelsicheren Weste können wir ändern? Zurück ins Auto, das ist ein Befehl! So, sind wir gesichert? Die Drogenfabrik befindet sich direkt neben der Fahrschule. Erledige die Wachen, David. Hey, some local bastard is blasting on our homeboys. Get out there and kill the fool. Nutze die Rampe, um in das Cracklabor zu gelangen. Ich glaube, dass diese Rampe gemeint hat. Hier oder wo? Nein, muss es hier noch. Ah, hier geht's noch weiter. Ui, das ist aber ein Labor. Zurück ins Auto? Aha. Raus aus dem Lager raus, bevor der Zeitzünder abgelaufen ist. Wo geht's hier raus? Flüchte durch das Haupttor. Oh shit, und wie? Bitteschön. So, zurück zur Werkstatt. Oh, ich glaube, ich habe jetzt was übersprungen, weil wahrscheinlich hätte man zum Haupttor müssen, dann wäre das Haupttor verschlossen gewesen und dann hätte man eine Karre bekommen und dann hätte man, ah, okay, gut. Egal, wir haben die Mission erfüllt. Ja, es ist was gestanden, ich habe es leider nicht lesen können. Aber eigentlich sollte jetzt ziemlich alles frei sein. Speak on it. This is a friend of yours. I've got some information relating to your brother.
Come to my ranch and I'll explain. It's in Chiara Robotic. Cross the Garber Bridge, head south. Who the fuck is this? I can't talk right now. Get your ass over here. Mom's always told me not to talk to strangers. And look what happened to the bitch. Now, if you want your brother to go to sleep tonight with his tongue intact, get your ass over here. Goodbye. Okay. Aber eigentlich sollte jetzt alles freigeschaltet sein. Also ganz San Andreas ist jetzt frei zugänglich. Ah ja, man sieht es ja auch hier schon. Können jetzt Häuser hier kaufen. Alles frei. Eine Riesenwelt liegt uns zu Füßen. Wir haben zum Glück schon einiges an Nebenmissionen gemacht. Sonst wären wir jetzt fast ein bisschen überfordert. Ich mache in der nächsten Mission endlich mal die Trucker-Mission fertig, damit wir die auch mal fertig haben. Und dann mal schauen, was es sonst noch an Nebenaufgaben gibt. Den Schießstand würde ich eigentlich gerne mal machen. Das könnten wir eigentlich jetzt auch gleich mal machen, den Schießstand. Auf das warte ich nämlich schon Ewigkeiten. Ich weiß allerdings nicht, ob man an diesem Schießstand alles machen kann. Oder ob der überhaupt einen Schießstand hat. Sorry, Mrs. Wir kennen uns doch noch von der Pimping-Mission. Schießstand müssen wir machen, den können wir nämlich jetzt machen. Schießstand, dann eben die Trucking-Mission können wir auch fertig machen. Also wir können extrem viel jetzt machen, aber eins nach dem anderen. Ich mache jetzt mal den Schießstand und dann machen wir die Trucker-Mission. Dann schauen wir weiter. So. Schon wieder ein Telefon. Hallo? Yo, it's Jethro, man. Listen, me and Caesar have used our contact to, like, get a wish list of cars. But we'll need to turn them around real quick, dude. Now, there's a showroom around the block that's come up for sale. And I thought it would be a good idea to make things look as legitimate as possible. Yeah, that's a great idea, man. I'ma look into it. I'ma holla at you. Eben, ja, wir können jetzt weiter mit diesen, das ist auch Nebenmissionen, oder? Wir können jetzt entweder den mysteriösen Anruf annehmen und der Hauptstory weitermachen, oder wir machen jetzt eben Nebenmissionen, eben das, wo der Anruf jetzt gerade kam, ist im Prinzip dann auch eine Nebenmission, aber eins nach dem anderen. Testen ein Können in der Ammunitions Schießstand-Mission. Dreht mit verschiedenen Waffen gegen zwei Konkurrenten an. Du musst jede Runde als erste beenden. Pistole, Runde 1. Zerstöre als erste 3 Ziele. Eins bestanden. In dieser Runde werden sich die Ziele auf den Spieler zubewegen. Zerstöre als erster 3 Ziele. Zwei bestanden. Jetzt bewegen sich die Ziele weg.
Oder? Nein, es gibt nur ein Ziel. Der Gegner wird gleichzeitig auf das Ziel feuern. Jedes getroffene Element bringt einen Punkt. Wer zuerst 20 Punkte erreicht, gewinnt. Okay. Yes! Ah, es gibt noch mehr! Schießstand siegreich bestanden. Micro SMG Runde 1. Das sollte einfach werden, denn wir haben ja, wir können ja doppelt, wir können ja zwei halten aufs Mal. Runde 1 bestanden. Micro SMG Runde 2. Runde 2 bestanden. Micro SMG Runde 3. So, wir führen. Micro SMG schießen siegreich bestanden. Glückwunsch, du beherrschst jetzt diese Waffe. Was? Ich kann nicht so schnell lesen, Jungs. Schrotflinte, Runde 1. Runde 1 bestanden. Gut. Schrotflinte Runde 2. Runde 2 bestanden.
Runde 3, wieder nur für ein Ziel. Schrotflinte, Runde 3. Oh, das ist ein bisschen schwieriger. Boah, das haben wir knapp aufgeholt. Schrotflintenschießstand erfolgreich bestanden. Versuche ich prüf noch einmal mit. AK-47, das ist jetzt die letzte Waffe, Runde 1. Runde 1 bestanden. AK-47, Runde 2. So, Runde 3. Ja, das ist schwer. Du hast die Schießstandmission erfüllt. Okay. Schrotflinten-Skill Gangster-Level erreicht. Du kannst zwei. Okay. Schauen, was sonst noch kommt. Nichts. Okay. Gut, dann werden wir uns mal noch mit Waffen eindecken. Zuerst mal eine saubere Schutzweste. Ja, genau, dann Pistolen, die Schalldämpfer. Perfect for killing, pure and simple. 1000 Schuss. Wise choice, sir. Wise choice. Works well in a crowded area. If the cops ask, you didn't get it here, okay? The choice of the professional. So. Dann Micro-SMG haben wir keine Schrotflinten, ja, brauche ich nicht, so Wurfwaffen auch nicht. Schutzwest haben wir SMG, das SMG möchte ich. Take it, hold it, love it. Ja, dann mache ich jetzt vielleicht kurz Pause, weil... Best not to mention where you got that, okay? I didn't sell you this, right? Have fun. Perfect for killing, pure and simple. Wise choice, sir. Wise choice. Works well in a crowded area. If the cops ask, you didn't get it here, okay? Also ich mache jetzt mal nur 5000, weil ich weiß nicht, ob wir unsere Waffen wieder verlieren. Da
Dann Gewehre, Präzisionsgewehr. Kann man nie genug Schuss haben. Aber das haben wir eigentlich vor unserer Haustür. Aber ich mach mal 500. Komm. So, ist schweineteuer. So, und jetzt Sturmgewehr. Der AK. Was? M4? Works well in a crowded area. If the cops ask, you didn't get it here, okay? The choice of the professional. Take it, hold it, love it. Hope you kick some ass. So, das reicht. So, sind wir waffentechnisch gut ausgerüstet? Ich hoffe, wir verlieren nicht wieder alle Waffen. So. Nein, nicht schon wieder den Schießstand. Nein, das will ich gar nicht. Nein, ich will nicht. Ah, so kann ich abbrechen. Zum Glück. Jetzt sehe ich das richtig an. So. Fertig. Gut. Und damit beende ich jetzt diese Aufnahme. Wir haben genug geschafft. Zurück in unser Versteck. Ja, wir schließen jetzt schon ab. Also, Tschüssikowski.